Schlimmer wird es jetzt mit den seitlichen Leisten. Und nun hat es hier die Möglichkeit, noch ein bisschen zu arbeiten. Dann habe ich jeweils 5 mm drunter gelegt. Hier noch Schönheitsreparaturen. Hier kann man schon so ein bisschen die Rundung erkennen. Könnte echt was werden. So, die Schablone, die wir für die Fahrerseite genommen haben, können wir jetzt auch für die Beifahrerseite nehmen. Muss halt ein bisschen angepasst werden. Ja, also hier ein bisschen weiter ausgeschnitten. Und hier den Überhang. Müssen wir mal gucken, wie weit darüber bleiben darf. Jetzt hier nochmal den Schlossausschnitt. Ja, das sieht mal gut aus. Mal gucken, ob es passt. Könnte echt was werden. So, zurück im Keller. Auch schon die Schablone auf das Holz übertragen. Ne? Ja, ach, ich sehe gerade, da fehlt noch eine kleine Delle. So, dann mache ich aber den Fensterrahmen doch nochmal mit einer geraden Kante gerade, weil durch die Pappe ist das jetzt ein bisschen krumm und schief geworden und wir wollen ja dann letztendlich auch eine gerade Schnittkante haben. So, die Ecken habe ich jetzt zwar irgendwie rund angemalt, aber ich glaube, ich werde die eckig aussägen und das Filz nur so reinbiegen. Das ist ja ein 3D-Stretch-Filz. Dann werde ich das Filz so rund reinbiegen und dann rund abschneiden. Ja, das ist ein bisschen tricky, aber ich denke, das sollte klappen. Schauen wir mal. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen sägen hier. Tada! Gut, Ausschnitt ist fertig. Jetzt muss ich mir was an den Kanten überlegen, weil es muss ja noch in Richtung Fenster gehen. Hier relativ, ja, so 3 cm. Hier liegt das Fenster schon fast plan auf. Wird wahrscheinlich ein L-Winkel werden. Ja, den besorge ich jetzt und schauen wir mal, wie wir das dann so ranfriemeln. So ein bisschen vorbohren, gerade dass hier an der Kante von dem L-Profil das nicht ausbricht. So, die erste Leiste ist dran. Das ist auch relativ die einfachste gewesen, weil die ist halt ja unten am Fenster gerade. Schlimmer wird es jetzt mit den seitlichen Leisten. Ich habe die hier schon mal vom Fenster abgenommen, weil die kommen hier so ran, aber das Ganze muss ich noch ein bisschen biegen lassen. Das bedeutet, also ein bisschen hier oder hier, man kann das hier an den Kanten noch so ein bisschen arbeiten. Sieht dann so aus und dort wird dann der Filz rübergezogen. Mal gucken, ob das klappt, wie ich mir das vorstelle. Und nun hat es hier die Möglichkeit,
noch ein bisschen zu arbeiten. So, ich war gerade noch mal draußen am Van, habe noch mal ein gerades Stück Holz an die Ober- und Unterkante vom Fenster gelegt und habe gesehen, dass in der Mitte ungefähr ein 10 mm rausgekommen ist an Radius von der Tür. Das bedeutet, ich habe jetzt an den beiden Enden von Fenstern habe ich jeweils 5 mm drunter gelegt. Und dann hoffe ich mal, dass das so ein bisschen der Rundung entspricht. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, halte ich das Holz jetzt nochmal kurz ans Fenster ran und kann dann gucken, ob es passt, bevor ich das dann wirklich zufilze. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Filz noch drauf ist. So, und auch die Seite wird natürlich gefilzt. Hier habe ich es schon grob zurechtgeschnitten. Jetzt heißt es wieder Sprühkleber drauf, beide Seiten ablüften lassen. Go! So, und wieder Armaflex hinten drauf. So, ich habe das hier erstmal ganz grob nur umrissen. Und jetzt können wir hier die Feinheit noch schneiden. Also dieses Mal wird es nicht so schön, weil es halt keine glatte Fläche ist. Aber schauen wir mal, wie ich hier verkackt habe. So, naja. Hier muss noch ausgeschnitten werden. Ja, hier ist ganz schön viel übrig. Und hier fehlt ein bisschen was. Ja, mein Gott, aber allgemein ganz gut. Gut, jetzt kleben wir das nochmal auf. So. Gut. Noch schöner als Reparaturen. Zweites Brett ist auch fertig. So schaut es jetzt aus. Hier kann man schon so ein bisschen die Rundung erkennen, weil ich das Filz nicht bis auf die Fläche geklebt habe. Ja, hier oben ist ein bisschen lappig, müssen wir mal gucken. Gut, jetzt habe ich ein paar Tage noch zu tun. Für euch ist es jetzt gleich, also ein paar Tage später einfach. Jetzt hauen wir das Ding mal an die zweite Tür. So, da der Holzwinkel hier ein bisschen dicker ist, entferne ich hier ein bisschen das Armaflex, damit das Ganze besser hier eintauchen kann. Und an den Seiten auch. So, auch hier habe ich jetzt erstmal kleinere Schrauben reingeschraubt, damit sich die jetzt gleich im Armaflex abdrücken. Und auch die Feingewindeschraube kann ich jetzt hier reindrehen, dass man die auch im Armaflex sehen wird, um dann die endgültigen Positionen der Löcher zu bestimmen. Hey, ja, das sieht ja gut aus hier. Ja. Ja, nicht perfekt. Ah, da kommt dann vielleicht noch ein bisschen Filz reingedrückt. Aber so sehen die Ecken schon mal ganz cool aus. Auch hier
Auch hier oben finde ich das ganz cool, dass man dann hier so reindrücken kann. Das war das, wo es noch ein bisschen too much ausgesehen hat. Na, sieht da super aus. So, die kann man jetzt noch verschließen hier wieder, wie immer. Gucken wir uns das mal von innen an. Na, hallo. Oh, das sieht ja mal schön aus. Guckt mal. Ah, cool. Also ich freue mich. Ah, super, ich freue mich immer, wenn irgendwas fertig ist, fällt mir gerade ein. Endlich ist es fertig. Wir gehen nochmal raus. Also endlich sind unsere Abdeckungen der Hecktüren fertig. Jetzt können wir auf Wintertour gehen, dass es hier schön gedämmt ist und einfach mal endlich gut aussieht nach mehr als einem Jahr. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob euch das Video irgendwie geholfen hat. Vielleicht hier mit dem Abnehmen der Schablone oder mit der Biegung oder so. Ansonsten sehen wir uns irgendwo im nächsten Film. Bis bald. Ciao.